Übrigens, es gibt da einen Begriff, Allah Ta'ala sagt ja in der Surah Al-Baqarah, als in diesem Dialog mit den Malaika, Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ich werde auf der Erde einen Khalifa einsetzen. Und dann sagten sie, O Herr, willst du denn jemanden einsetzen, der Verderben richtet und Blut vergießt, während wir dich doch lobpreisen, dich würdigen? Und daher aus diesem Wort entnehmen manche Menschen den Begriff, dass der Mensch, der Khalifatullah ist. Khalifatullah. Habt ihr diesen Begriff schon mal gehört? Khalifatullah. Sie sagen, der Mensch oder Adam ist der Khalifa Allahs. Aber dieser Ausdruck ist nicht richtig. Das Wort Khalifa bedeutet nicht, dass er Vertreter Allahs ist, Stellvertreter Allahs auf Erden. So wird es auch teilweise in den Büchern geschrieben, auch in den deutschen Büchern, die dieses Wort übersetzen. Der Mensch ist Stellvertreter oder Statthalter Gottes auf Erden. Das ist aber nicht richtig. Das Wort Khalifa kommt von dem arabischen Begriff Khalafa, Yakhlufun, bedeutet, dass etwas einem anderen folgt. Und der Mensch wurde Khalifa genannt, weil jedem Geschlecht ein anderes folgt. Jeder Generation folgt eine andere. Wenn eine kommt, geht die andere. Und es kommt eine neue. Und die alte geht wieder. Deswegen wird der Mensch Khalifa genannt. Das ist mit dem Wort Khalifa hier gemeint. Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. Yakhlufu ba'duhum ba'dan.